Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Foundation. Wir haben 500 Gold. Das müssen wir ausnutzen und diesen Teil hier vorne kaufen. Oh cool, neue 4 Einwohner. Und da kommt ein Händler. Ganz cool. Und da bauen wir jetzt einen Bergfried. Muss der nicht eigentlich am Berg oben stehen? Wir können ihn ja hier in die Seite hinbauen. Keine Ahnung. Ich bin mal wieder voll verpeilt. Wo baue ich denn hier? Öffentliches Gebäude bauen. Hölzerner Bergfried. Ja, das ist ja hier ein bisschen am Berg. Hauptgebäude. Tür A. Ich glaube, dass man da von hinten ankommen muss. Nee, ich brauche nicht so viele Türen. Türen sind böse. So allgemein ein Holzdach. Schön. Achso, da hat man verschiedene Auswahlsholzsachen. Dann brauchen wir hier noch so eine Trainingspuppe davor. Ich sollte auch eher so Richtung Dorf stehen, glaube ich, weil wenn von der anderen Seite so ein Gegner kommt, wäre das ja schon scheiße. Dekorativ. Ah, da haben wir auch noch ein paar Erweiterungen. Ich wette, das Ding muss einfach riesig sein mal wieder. So ein Kamin da noch hin. Das ist eine Steinerweiterung, dass man nicht so schnell kaputt geht. Also ich denke, das ist wichtig sogar, dass man das so ausbaut. Das ist eine Erweiterung hier noch. Vielleicht noch ein Dach oder so. Ne, das müsste eigentlich reichen. Hier vorne noch sowas. Das sieht doch schön aus. Aber auch noch so eine Zielfahne. Kann ich die noch irgendwo da hochstellen? Das sieht doch toll aus. Oder hier noch so ein Holztor noch da drüben. So, herzlich willkommen in unserer Stadt. Perfekt. Wir bauen das jetzt mal. Viel Spaß. Ey, wir haben ein Problem. Wir hatten noch nie ein Problem. Was ist unser Problem? Warnungen. Alles ist gut, aber es ist rot. Also kann es nicht... Hi. Ich stecke fest. Okay, alles gut. Oh, ich dachte schon. Wir lassen uns hier auch mal anzeigen. Ah, cool. Ich kann jetzt auch einfach Soldaten dann einstellen. Der Stoff. Ja, wir haben noch keinen Stoff. Ich glaube, dazu müssen wir mal jemanden zum Gemeiner befördern. Ja, wenn neue Dorfbewohner da sind, gibt es, glaube ich, ein paar Soldaten. Ansonsten bei irgendwelchen Werten habe ich Probleme, ne. Alles, was über 50 ist, ist super. Aber hier, also ich mache mir ein bisschen über... Na, jetzt mache ich mir keine Sorgen mehr um die Bären. Ich weiß... Also, uns fehlt aber hier auch der Stoff. Ich befördere einfach jemanden, wenn jetzt dann wieder die Beförderung kommt. Das ist ja in 2 Wochen. Ansonsten sollte ich vielleicht hier unten noch so eine Farm hinbauen. Das wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee. Beziehungsweise, wie sieht es denn hier aus? Wollte ich hier Wohngebiet haben? Ist es hier attraktiv? Niedrig. Durchschnitt ist hier noch. Dann machen wir hier, bis hier nicht mehr Durchschnitt ist. Okay. So ungefähr. Okay, nur 3 haben sich entschlossen, sich hier niederzulassen. Okay. Ich bin jetzt dafür, dass wir hier unten nochmal eine Farm bauen und alles, weil ich glaube, wir brauchen mehr Brot. Wenn die jetzt dann alle besser werden, brauchen wir, glaube ich, echt mehr Brot. Hier eine Bäckerei. Ne, eine Bäckerei brauche ich als ganz letztes. Eine Weizenfarm. Ne, keine Schmelzhütte, eine Weizenfarm. Hier Weizenfarm. Würde ich hier so runterbauen. Baubeginn. Können wir da hinten noch eine Windmühle hinstellen und noch eine Bäckerei. Eine Windmühle. So. Achso, wir brauchen 100 Goldmünzen. Das sollten wir gleich haben. Wir haben, glaube ich, gerade ein gutes Plus immer drin. Ja, wir haben scheinbar kein gutes Plus drin. 3 neue Dorfbewohner. Wir könnten hier 1 Soldat machen. Wenn das unbegrenzt ist, machen wir mal 1 Soldat.
Und hier ein Träger und hier ein Bergmann. Okay, können wir noch was machen? Wir haben voll viele Leute zum Vergeben. Hier noch ein Träger. Okay. Was euer Problem ist, die Kirche wieder zu klein. Und wir können die Windmühle bauen. Dann hoffentlich gleich auch die Bäckerei. Novize Baldrian. Interessanter Name. Baldram. Also wenn ich hier die Namen vergeben würde, würden die anders heißen. Es wäre dann so wie bei Sims nach ABC. Deswegen sind diese abwechslungsreichen Namen doch sehr schön. So, die Bäckerei braucht eh noch ein bisschen, dass wir die bauen. Können wir vielleicht unsere Weizenfarm priorisieren? Dass ihr vielleicht allererst euren Arsch dahin schwingt. Vielleicht sollte ich auch nochmal so ein paar Handwerker bauen. Vielleicht wäre das nicht die dümmste Idee. Steht hier alle da wie bestellt und nicht abgeholt? Habt ihr alle kein Zuhause? Tatsächlich nicht. Ach, das sind die Neuankömmlinge und die haben natürlich noch keine Häuser. Ich müsste dann auch fast noch ein drittes, viertes einrichten. Ah, da unten könnte man noch eine Sammlerhütte hinbauen. Weil mir ja gerade klar wurde, die Bären, die könnten ausgehen. Hier eine Sammlerhütte. Was ist denn hier? Sammlerhütte. Baubeginn. Könnten wir das priorisieren? Danke. Und dann Abbau gleich hier. Perfekt. So, unser Bergfried geht voran. Boah, wie viele Sachen wir einfach dafür brauchen. Also, es ist echt Wahnsinn. Ich hoffe, das Teil lohnt sich dann noch. Hey, viele neue Leute. Wir werden auch wirklich nochmal einen Marktplatz einrichten müssen irgendwo. Vielleicht hier unten, dass wir das Dorf dann nach hier unten fortsetzen. Könnte man sich überlegen. So, wie sieht's denn bei euch aus? Das sind irgendwie so diese kleinen Bauernhäuser, die man halt mal erweitern sollte. Und ich weiß, dass wenn wir jetzt in diesen Gemeiner da nehmen, dass dann auf einmal die Bedürfnisse ganz schnell steigen. Und dann brauchen wir ganz seltsame Dinge. So eine Schaffarm und so. Ich finde, die Schaffarm sollte hier unten hin. Das macht mehr Sinn. Ja, jetzt kann ich auch noch eine Bäckerei in Auftrag geben. Wo ist das denn Bäckerei? Die wollte ich ja hier zu anderen hinbauen. Direkt hier drunter. Ach, 150 brauche ich. Ah, aber ich kann neue Leute einweisen. Schön. Was habe ich denn hier? Einmal, zweimal Bergmann. Und die anderen zwei sind im Moment arbeitslos. Ich hoffe, die Farm wird gleich gebaut. Können sich ja andersweitig nützlich mal um was durch die Gegend tragen oder so. Schaffen die schon irgendeine Beschäftigung zu finden? Könnt ihr jetzt bitte einfach mal ein bisschen. Ah, cool, Sammlerhütte. Dann seid ihr, habt ihr da mal einen neuen Arbeitsplatz. So, perfekt. Bis das andere fertig ist, sollten wir ja wieder was Neues praktisch haben. Unser holzener Bergfried. Wird auf jeden Fall sehr schnell gebaut, wenn ich das jetzt mit diesem komischen Ding da oben am, diesem Herrenhaus da vergleiche. Aber ich weiß nicht, warum die nicht diese zwei Werkzeuge hinliefern, weil die haben wir ja da. So, jetzt können wir die Bäckerei bauen. Ja. 98 nur Zufriedenheit. An was fehlt es euch denn? An Wohnplatz? Ja.
Dann würde ich mich mal an dieser Stelle verabschieden und wir sehen uns das nächste Mal dann wieder bei Foundation. Bis dahin. Tschüss.